Wie wäre es mal wieder mit einem Ausflug in den Saarbrücker Zoo? Dort genießen aktuell auch die Tiere das wunderschöne Herbstwetter. Wir haben dort jemand ganz Besonderes getroffen. Darf ich vorstellen? Erdferkelchen Mavuko. Der kleine Racker kam im Juni zur Welt und hat seine ersten Lebensmonate bisher nicht im Zoo, sondern bei seinem Pfleger zu Hause verbracht. Das hat eigentlich zwei Ursachen. Zum einen die Mama, also die Magic, die ist sehr temperamentvoll. Und wenn so ein Jungtier auf die Welt kommt, das ist sehr klein, sehr zerbrechlich. Und da mussten wir halt schauen, wie verhält sie sich gegenüber dem Kleinen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist halt die Temperatur. Also die Kleinen sind sehr temperaturempfindlich, die brauchen sehr warm. Sobald die kalt bekommen und dann ist es schon ein bisschen kompliziert für die, dann trinken die nicht mehr richtig. Und das waren eigentlich so die zwei Punkte, warum wir gesagt haben oder warum der Chef entschieden hat, wir nehmen es raus und ziehen es mit der Hand auf. Und wie ist es so mit einem Erdferkel zu Hause? Am Anfang bekommt er alle zwei Stunden die Flasche. Bis er dann stabil ist, man muss schauen, trinkt er, hat er den Saugreflex, sodass nichts in die Lunge reinläuft. Das ist am Anfang sehr komplizierte Sache, bis er dann richtig sich an die Flasche gewöhnt hat. Das braucht man am Anfang sehr viel Geduld. Man darf da also nicht nervös oder hektisch werden, dann funktioniert das nicht. Jetzt lernt Mavuko bald seine richtigen Eltern kennen und die mögen es, da die afrikanischen Insektenfresser nachtaktiv sind, am liebsten dunkel. Außer den Erdferkeln warten natürlich auch noch andere Tierfamilien im Saarbrücker Zoo auf euch, zum Beispiel Zebras, Seehunde, Katas und viele mehr. Und Mavuko seht ihr übrigens zweimal täglich beim Spielen im Afrika-Haus. Wir wünschen dem Kleinen alles Gute und weiterhin viel Spaß beim Buddeln im Sandkasten.